Das sonnenverwöhnte Weinland Baden ist das südlichste Weinanbaugebiet Deutschlands. Zusammen mit bekannten Regionen wie der Champagne oder dem Loiretal stellt Baden als einziges deutsches Weinanbaugebiet höchste Anforderungen an seine Qualitäts-, Prädikats- und Öko-Weine. Kaum woanders können die Reben so hervorragend gedeihen und so alle notwendigen Mineralstoffe in die Weintrauben einlagern. Beste natürliche Bedingungen für das Öko-Weingut Christian Geier in Königheim in Tauberfranken. Schon seit 1990 wird dieses 6 Hektar große Weinanbaugebiet ausschließlich nach ökologischen Grundsätzen bewirtschaftet. Auf chemisch-synthetische Spritzmittel, Unkrautbekämpfungsmittel und Mineraldünger wird vollständig verzichtet. Der ökologische Weinbau ist weltweit längst aus der Nische der Pioniere herausgetreten und beeinflusst den qualitätsorientierten Weinbau seit Jahren, so Christian Geier. Zur Sicherung seiner Weinqualität begrenzt er den Ertrag auf durchschnittlich 40 bis 50 Hektoliter je Hektar. Ein Viertel Rotwein und 3/4 Weißwein. Die Weine, alle aus der Lage Königheimer Kirchberg, gedeihen auf Muschelkalkboden und umfassen die Rebsorten Müller-Thurgau, Silvaner, Riesling, Weißer Burgunder, Johanniter, Kerner, Bacchus, Dornfelder, Regent und Schwarzriesling. Bei der Bodenpflege ist unser Ziel eine vielfältige Begrünung, die den Boden vor Erosion schützt, die Ernährung der Reben unterstützt und vielen Nützlingen einen Lebensraum bietet. So der Winzer, der in zweiter Generation den Familienbetrieb führt und der zur natürlichen Stärkung der Reben verschiedene Brühen und Gesteinsmehle verwendet und die Trauben anschließend im eigenen Keller schonend vinifiziert. In unserem Angebot führen wir ausschließlich Ökoerzeugnisse, gekeltert aus Trauben unserer eigenen Weinberge und hundertprozentig von Hand gelesen. So der vielfach prämierte Winzer, der zu seinen Besonderheiten den Johanniter, Silvaner und Schwarzriesling zählt. Nach Gold- und Silbermedaillen beim internationalen Bio-Weinpreis konnte Christian Geier auch in Berlin die Jury überzeugen. Über Jahre hinweg bei der Berliner Weintrophy ausgezeichnet zu werden, ist für mich eine schöne Anerkennung dafür, dass sich akribische Arbeit und die Entwicklung neuer Ideen, die auch der Ökokulturlandschaft Badens zugutekommen, lohnt, so der zu Recht stolze Weinbauer. Zum Weingut gehört auch der moderne Verkaufsraum, in den der junge Winzer gerne einlädt und die Degustation der edlen Tropfen persönlich übernimmt. So findet er Zeit, seine Visionen und Erfahrungen dem Kunden und Weinliebhaber näher zu bringen. Regelmäßig im Frühjahr und im Herbst wird dann auch die gemütlich-rustikale Weinwirtschaft geöffnet. Und das Team um Christian und seine Frau Caroline Geier verwöhnt die Gäste mit tauberfränkischen Spezialitäten aus Keller und Küche. Für Feiern und Veranstaltungen aller Art steht zusätzlich noch der historische Weinkeller zur Verfügung. Sobald es die Sonne und die Temperaturen zulassen, findet man zusätzlich im windgeschützten Innenhof, der mit vielen Pflanzen und in der Herbstsaison mit bunten Kürbissen dekoriert ist, ein lauschiges Plätzchen, um die Vielfalt der Speisen und Weine zu genießen. Besonders die selbstgemachten Grünkernküchle und der Kochkäse von Elisabeth Geier lassen nicht nur heimische Gäste, sondern Besucher aus Deutschland und dem benachbarten Ausland ins Schwärmen geraten. Öko-Weingut Geier in Königheim. Seit Jahrzehnten ein Begriff für ökologischen Weinanbau auf höchstem Niveau.